Mit seinen 24 Dosen ist die Explorer Box genau das Richtige für alle Kaffeeliebhaber da draußen. Und heute schauen wir uns einmal die Box genauer an. Was ihr hier seht, ist einmal unsere brandneue Explorer Box. Die Explorer Box ist nicht nur für Einsteiger, die gerade ihre Lieblingsursprungsländer und Aromen herausfinden möchten, sondern auch für alle Kaffeeliebhaber bestens geeignet. In den 24 Dosen stecken Kaffees aus Brasilien, Äthiopien, Kenia, Indonesien, Kolumbien, Mexiko, Peru, Uganda, Demokratische Republik Kongo, Laos, Nicaragua und Guatemala. Entdecken kannst du sowohl Filterkaffees als auch Espressos mit verschiedenen Röstgraden und verschiedenen Geschmacksprofilen. Die hochwertig verarbeitete Box enthält 24 kleine Dosen, die jeweils 50 Gramm Kaffee enthalten. Wer unseren sehr hohen Anspruch noch nicht kennt, wird ihn auf jeden Fall in der Explorer Box schmecken können. Aber auch für Coffee Circle Fans ist die Explorer Box genau das Richtige. Denn die Explorer Box enthält außerdem auch streng limitierte Kaffees und brandneue Kaffees, die du vielleicht noch nicht probiert hast. Auf diesem Einleger kannst du sehen, welche Kaffeesorten enthalten sind, damit du auch deine Lieblingssorten danach wiedererkennen kannst und in der Zukunft nochmal genießen kannst. Tag für Tag kannst du also verschiedene Kaffees ausprobieren oder, wenn du ungeduldig bist, auch alle aufmachen. Auch hier gilt natürlich, dass pro Kilogramm Kaffee 1 Euro zurück in den Ursprung fließt. Sei es für Bildung, Gesundheit oder nachhaltigen Kaffeeanbau. Weitere Infos findest du in der Infobox, wo ich dir einmal mehr Infos dazu verlinke. Du kannst also exploren, was die Kaffeewelt so zu bieten hat. Egal ob für Freunde, Familienangehörige oder dir selbst. Die Explorer Box ist der perfekte Adventskalender für jeden, der Kaffee liebt. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da. Die Explorer Box kriegst du mit dem Link in der Infobox und viel Freude beim Verschenken. Wir wünschen dir schöne Feiertage und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.